exchange my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is holy. Something new. You're not gonna.
Schöpfer der Welt, der Schöpfer des Universums, ist auf diese Erde gekommen. Er ist der Geringste geworden, er ist unser Diener geworden. Er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir erlöst werden von der Sünde und auferstehen können mit ihm. My God is able to save and deliver. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Ihr dürft euch setzen. Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst hier in der Kirche für Oberberg. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass der Tod besiegt ist. Wir feiern den Auferstandenen. Wir feiern, dass die Kraft der Auferstehung heute noch wirksam ist. Wir feiern Leben. Wir feiern Liebe. Wir feiern die Wahrheit. Wir feiern Jesus Christus selbst, den Auferstandenen. Und deswegen, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. So ist es. Er ist auferstanden. Was erwartet dich heute? Das Thema ist heute der zweite Blick. Der zweite Blick. Das ZDF sagte mal, mit dem zweiten sieht man besser. Und tatsächlich, der zweite Blick hilft, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, näher an die Wirklichkeit heranzurücken. Und wir laden dich heute ein, einen zweiten Blick zu wagen. Manchmal kostet das Mut, nochmal genauer hinzuschauen, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass wir der Wahrheit mehr auf die Spur kommen. Und dazu laden wir heute ein. Die Ostergeschichte bietet einige Personen, die unterschiedliche Perspektiven mitbringen auf Jesus und auf das, was da passiert ist. Und wir wollen dich einladen, dort mit einzutauchen und einen zweiten, einen dritten, vielleicht den 102. oder 1002. Blick auf diese Geschichte zu wagen. Aber es führt dazu, dass unser Bild größer wird. Herzliche Einladung dazu. Wir wollen direkt zu Beginn starten mit einer Zeit der Anbetung. Wir wollen diesen Jesus feiern, der auferstanden ist. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Diese Anbetungszeit, wenn wir singen, hilft das auch, einen zweiten Blick zu bekommen oder einen anderen Blick. Diese Zeit nutzen wir, dass Gott zu uns sprechen kann. Und er möchte das gerne tun, jetzt in dieser Zeit. Jesus, danke dir, dass du lebst.
wahrhaftig, wirklich. Danke, dass du hier bist. Heute und hier haben wir gerade gesungen und wir warten deine Gegenwart. Wir wissen, dass du hier bist und wir warten dein Handeln und glauben, dass du das tun wirst. Jetzt, in dieser Zeit. Danke dafür. Wir lieben dich. Wir wollen dich feiern, dich anbeten. Amen. Amen. Wir freuen uns, heute Morgen gemeinsam mit euch oder heute Mittag mittlerweile in eine Lobpreiszeit reinzugehen, wo wir in Liedern unseren Blick auf Gott richten möchten, so wie Wolf gerade gesagt hat. Vielleicht erleben wir heute so einen zweiten Blickmoment. Das ist unser Wunsch. Und ich lade dich einfach ein, in den nächsten Minuten entweder einfach lautstark mitzusingen oder einfach die Augen zu schließen und einfach mal ruhig zu werden. Ich glaube, das Krasse ist, was passiert, wenn wir unseren Blick zu dem Höchsten werfen, wenn wir anfangen, ihm anzubeten mit unseren Liedern, mit unserer Stimme, mit unseren Gedanken. Ich glaube, das Krasse ist, dass wir dann merken, dass er der größte Diener ist. Und dass er uns genau da begegnet. Deswegen lasst uns gemeinsam in so eine Zeit gehen, wo wir unseren Blick auf ihn richten und gemeinsam singen, gemeinsam über ihn nachdenken, gemeinsam in der Haltung des Gebets zu ihm schauen. Amen. Was auch kommen mag, sein Verstehen.
Tore sind offen zu ihm. Singt Halleluja. Gebührt in einem Sohn. Worten. Kannst du jetzt ein Gebet sprechen, während wir weiterspielen? In den eigenen Worten, deinen Blick auf ihn richten. Da, wo du bist. Leise oder laut. Oh, wir schauen zu dir, Jesus. Wir lieben dich so sehr. Thank you.
alles hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war von Herzen wünsche ich euch allen frohe Ostern. Ich hoffe, dass es euch heute Morgen richtig, richtig gut geht. Und wenn nicht, dann bete ich dafür, dass dir es nach dem Gottesdienst besser geht, als wie du hergekommen bist. Ostern ist so eine Knallergeschichte, ihr Lieben. Und vielleicht fragst du dich, warum? Wir werden heute darüber kurz reden, warum Ostern so besonders ist. Es gibt in Frankreich einen Brauch, in den Dörfern Frankreichs, und zwar am Ostermorgen gehen die Leute zum Dorfbrunnen, nehmen klares Wasser aus dem Brunnen und waschen sich damit das Gesicht. Der Grund dafür ist, sie möchten Osteraugen bekommen. Das bedeutet, sie wollen wirklich verstehen, was Ostern bedeutet. Ich bin 47 Jahre alt, das heißt, ich habe 47 Ostern schon gefeiert. Ich weiß nicht, wie viel Ostern du gefeiert hast, aber ich möchte etwas sagen. Ostern ist das besonderste Fest, das Gott dir schenken konnte. An Ostern hat Gott in Jesus Christus die dunkelste Macht besiegt, den Tod, den es gab. Das, was sich auch in deinem Leben vielleicht tot anfühlt, das will ich dir jetzt zusprechen, muss nicht tot bleiben. Gott hat für alles einen Weg, eine Perspektive, eine Zukunft. Ostern zeigt dir und mir, dass es nie zu spät ist für ein Wunder. Und wenn es nie zu spät ist für ein Wunder, ihr Lieben, dann gibt es für alles, auch in deinem Leben, die Möglichkeit, dass Gott ein Wunder tun kann, da, wo du es brauchst. Seit Ostern muss nichts so bleiben, wie es ist. Vielleicht denkst du jetzt, was erzählt er dafür ein Quatsch? Meine Lebenswirklichkeit sieht anders aus. Mag sein, aber genau deswegen feiern wir Ostern. Und wir werden uns heute drei Personen angucken, die Ostern ganz neu erlebt haben. Und unser Herz, unser Gebet für dich heute Mittag ist, dass du so einen Herzensmoment mit Gott hast. Ein ganz persönlicher Moment,
Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist redet auf die Art und Weise, wie er es möchte, zu dir zu sprechen. Und dafür beten wir heute, dass das genau passiert. Wir werden uns drei Menschen anschauen heute, deren Bild von Gott, von Jesus festgelegt war. Links und rechts gab es nicht mehr. Und deswegen der zweite Blick, ein Augenblick, der alles verändert. Und die erste Person, die wir uns gleich mal ansehen werden, die wir auch im Video eben gesehen haben, war Maria Magdalena. Kalt, allein, verlassen. Er ist tot und ich bin immer noch hier. Seine schmerzerfüllten Augen am Kreuz brannten sich in mein Herz. Er war doch mein Retter. Wie passt all das zusammen? Ich verstehe es einfach nicht. Als ich dann am Morgen zu seinem Grabe ging, wollte ich ihm ein letztes Mal die Ehre erweisen, die ihm gebührte. Meine Augen füllten sich mit Tränen und jeder Schritt war ein Kampf. Und dann war das Grab leer. Er war nicht da. Mir war, als würde sich alles drehen. Wo ist oben, wo ist unten, wo ist er? Wen suchst du? Wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. Doch die Tränen liefen weiter meine Wangen entlang und der Schmerz übertönte alles. Plötzlich sagte dieselbe Stimme meinen Namen, Maria. Der Nebel in mir löste sich auf, die Trauer wich der Freude und ich erkannte ihn, mein Retter, Jesus. Das ist Maria aus Magdala. Nicht zu verwechseln mit Maria, die Mutter von Jesus, das war eine andere Maria. Diese Maria, so heißt das in der Bibel, hatte Jesus besonders lieb. Warum? Bevor sie Jesus kennenlernte, lebte sie ein Leben in Gebundenheit. Man sagt von Maria Magdalena, sie war von 7 Geistern besessen. Sie wurde gelebt, sie konnte nicht frei entscheiden. Ihr Leben war geprägt von Angst. Und Jesus heilte sie von ihrer Besessenheit und von ihrer Krankheit. Und man sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und genau das hat Maria Magdalena erlebt. Sie liebte Jesus vom ganzen Herzen. Er war alles für sie. Auf ihn hatte sie ihre Karte gesetzt. Und nun plötzlich ist dieser Jesus weg. Er hängt am Kreuz, wurde getötet. Verzweiflung kommt hoch. Der, der ihr Leben ausmachte, ist plötzlich weg. Auf was verlasse ich mich jetzt? Die Karte, auf die sie alles gesetzt hat, hat verloren. Und in der Bibel lesen wir von dieser Frau, dass sie total verzweifelt war. Und ich möchte euch mal den Text von dieser Frau vorlesen aus der Bibel. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die Engel sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben mir meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetan? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Ihr Lieben, in diesem kurzen Text ist eigentlich die ganze Verzweiflung von dieser Maria zu sehen. Warum läuft eine Frau frühmorgens, wenn es dunkel ist, zu einer Grabhöhle, von der sie weiß, dass ein Riesenstein davor liegt? Sie würde einfach vor dem Stein stehen, sehr wahrscheinlich, und sagen, hey, da ist er drin. Sie heult, Verzweiflung pur. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll, rennt einfach früh morgens los. Und dann sagen ihr die Engel auch noch, als sie hinkommt, der Stein ist weg, die Höhle ist leer, hör mal, der ist weg. Ihre ganze Welt bricht zusammen. Den sie so liebt, ihre Hoffnung ist auch noch weg. Nicht mal als Toter ist er mehr da. Und dann passiert etwas, dann sagt Jesus, spricht sie an und sie sagt zu ihm, bist du der Gärtner?
Und dann will sie dem Gärtner, dann will sie Jesus helfen, diesen toten Körper wieder zurückzubringen und in die Gruft zu legen. Hey, sag mir, wo sie ihn hingebracht haben. Ich trage ihn zurück und bringe ihn dahin, wo er eigentlich hingehört. Ich will den toten Jesus wenigstens wieder zurück haben. Und das ist so krass. Maria war kein Mensch, der nicht glaubte. Maria setzte ihr ganzes Vertrauen auf diesen Jesus. Weil dieser Jesus diese verrückte Maria geheilt hat, die ausgeschlossen aus der Gesellschaft, die nicht respektiert wurde, die keiner sehen wollte, dieser Jesus sagt, komm zu mir, ich heile dich. Und auf diese Karte hat sie voll gesetzt und jetzt ist er weg. Ich glaube, für Maria war das eine sehr, sehr große Krise. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie werde ich weiterleben? Keine Zuversicht, keine Perspektive, wie die morgen den Tag überleben soll. Vielleicht renne ich morgen wieder zum Grab, keine Ahnung. Ich mache irgendwas Dummes vielleicht, was nicht Sinn macht, aber ich will einfach doch nur bei diesem Jesus sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Erfahrungen gemacht hast wie Maria. Das hört sich jetzt irgendwie weit hergeholt. Aber wir kennen das manch einer in unserem Leben. Hey, du lebst mit Jesus, du hast mit ihm gestartet und du warst all in. Und plötzlich kommst du Situation deines Lebens rein und denkst, was passiert hier eigentlich? Jesus, ich habe dir doch alles gegeben. Ich habe dir doch gesagt, ich folge dir nach und jetzt das. Die Krankheit, die dich aus der Bahn wirft. Eine Lebenskrise, die kommt und du weißt nicht, wie der nächste Schritt, wie es weitergehen soll. Ein Freund von mir, der einen Arbeitsplatz verloren hatte, für ihn war das so schlimm, dass er gesagt hat, ich kann nicht auf die Straße gehen. Ich habe mein Gesicht verloren, ich habe keine Arbeit mehr. Ich schäme mich vor den Menschen. Das sind ganz unterschiedliche Krisen, die Menschen erleben. Krankheit, schwere Krankheit, Beziehungen gingen auseinander. Ein Freund von mir hat sich getrennt von seiner Frau und er sagte, weißt du was, ich will nicht mehr weiterleben, ich werde mich umbringen. Für ihn war das so, er wusste nicht, mit sich anzufangen, wohin und was er tun sollte. Schwierige Umstände. Plötzlich schwimmen dir alle Fälle davon. Du weißt es gar nicht, wie der nächste Schritt aussehen kann. Alles, worauf du dein Lebenshaus gebaut hast, fängt an zu bröckeln. Du denkst, ey, was ist hier los? Alles scheint einzustürzen. Plötzlich scheint Gott so weit weg zu sein. Ist er etwa tot? Lebensfreude, keine da. Hoffnung auf Gott, der eigentlich da war, weg. In der Situation stand Maria. Maria konnte nicht glauben, als sie da vor dem Grab stand, dass Jesus auferstehen würde. Sie schaute auf das Grab, sie schaute auf die Vergangenheit und sieht nur das, was vor ihren Augen ist, das leere Grab. Jesus ist tot, er wurde geklaut, was mache ich jetzt? Und ich denke, in meinem Leben denke ich manchmal, wie oft schaue ich auf diese Dinge, die nur menschenmöglich sind. Ich sehe auf das leere Grab der Vergangenheit und denke, oh nein. Mein Fokus ist bei dem, was ich sehe. Ich rechne nicht mit Gottes Eingreifen. In dieser Not denkst du auch, selbst Gott kann da nichts tun. Das hat Maria getan. Und dann passiert etwas. Dann spricht Jesus zu ihr, so heißt das weiter, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagt ganz einfach nur den Namen Maria. Ihr Lieben, und das ist das Schöne, ich finde den Text so hammer, weil in der Krise, in der Not, da brauchst du keine theologische Auseinandersetzung. Was ist Wahrheit, was ist nicht. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus, dass er deinen Namen ausspricht, dass er sagt, Franz, Claudia, ich sehe dich. Ich kenne dich persönlich mit deinem Namen. Und deine Not ist nicht das Ende. Was Maria gebraucht hatte, war einfach nur, dass Jesus sie persönlich anspricht. Und plötzlich, in einem Augenblick, im Bruchteil einer Sekunde, kommt Hoffnung zurück, die Angst weicht, die Traurigkeit weicht, die Tränen wie weggeblasen. Der zweite Blick, der Augenblick, der alles in ihrem Leben verändert hat. Ich glaube, dass es in unserem Leben manchmal so ist, dass wenn wir in Nöten, in Krisen stecken, dass wir so einen Tunnelblick bekommen und nur das sehen, was vor Augen ist. Das leere Grab und nicht das, was wir sehen wollen. Manchmal steht Jesus neben uns und wir dürfen uns einfach umdrehen und sagen, ich weiß nicht, wie das da weitergeht, aber ich weiß, Gott, du hast einen Weg. Ostern kann dir heute sagen, Gott sieht dich in deiner Not ganz persönlich. Da, wo du denkst, er ist nicht da, ist er in Sichtweite und Rufweite, ganz nah, er nennt
deinen Namen. Du bist nicht einer von vielen für ihn. Er kennt dich sehr genau. Die Bibel sagt, dass er deine Haare auf den Kopf gezählt hat. Ein Bild dafür, hey, er sieht dich. In der größten Not, in der du steckst, er sieht dich. Plötzlich kommt in Marias Leben Hoffnung und Perspektive. Wenn du heute hier sitzt und du bist ein Mensch, der das genau erlebt wie Maria, eine andere Geschichte, eine andere Story, aber das Gefühl von keine Ahnung, wie es morgen weitergehen soll. Es gibt einen Gott, der dich sieht. Ostern zeigt uns, dass dieser Gott dich nicht vergessen hat. Dass er auferstanden ist, lebt und dich sieht und für dich eine Zukunft, eine Perspektive hat. Maria hat das erlebt, von dem, auf den sie alles gesetzt hat. Und Gott hat einen neuen Weg geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass Gott auch für dich einen Weg hat. Wenn du ihn vielleicht gerade nicht siehst, er hat ihn, weil er auferstanden ist. Das war die erste Geschichte an Ostern. Es gibt eine zweite Geschichte, das sind die Emmaus-Jünger. Wir haben gehofft. Oh, und wie wir gehofft haben, dass Erlösung kommt, dass Jesus der Messias ist. Doch dann wurde er umgebracht und somit wurde auch all der Hoffnung ein Ende gesetzt. Es ergibt keinen Sinn. Ein paar Frauen waren heute auch an seinem Grab und meinten, Engel gesehen zu haben, sagten, dass er wieder lebt. Ich verstehe es einfach nicht. Also sind ein Freund und ich wieder zurück nach Emmaus gegangen. Und auf dem Weg dahin erzählten wir einem Fremden von all dem und der war gar nicht verwundert. Nein, er erklärte uns sogar die Schriften, die Prophetien, dass mit dem Messias alles genau so kommen musste. Ja, und dann, als wir später am Tisch zusammensaßen und er das Brot brach, da wurde mir alles klar. Vor uns saß kein Fremder. Jesus lebt wirklich und wir durften ihn sehen. Zwei Männer unterwegs, die Emmaus-Jünger heißen so, weil die von Jerusalem in das Dorf Emmaus gelaufen sind. Zwei Männer, Schnauze voll, total frustriert. Hauptsache weg von dem, was da in Jerusalem passiert ist. Sie waren enttäuscht, weil ihre Lebensvorstellung, das, wie sie es gedacht haben, wie Gott ist, wie er sein sollte, wie er in ihrem Leben handeln sollte, nicht so eingetroffen ist. Frustriert, Erwartungen nicht erfüllt, vielleicht waren das so enttäuschte Gläubige. Und sie gehen auf diesem Weg, abgehauen von Jerusalem, weil eigentlich hatten sie es doch gedacht, hör mal, Jesus kommt auf die Erde, so wie es gesagt wurde. Dann setzt er sich auf den Thron. Er vertreibt die Römer, die Besatzungsmacht. Länder, heutzutage, die besetzen, wollen frei werden. Und das haben sich die Juden so sehr gewünscht, dass endlich mal der Feind, die Römer, weg sind. Und Jesus auf dem Thron sitzt und regiert. Und stattdessen, statt auf dem Thron, hängt er am Kreuz zwischen zwei Verbrechern und wird hingerichtet von den Römern. Die zwei Männer haben eine Glaubenskrise. Das kann nicht Gott sein. Das kann nicht der Gott sein, an dem wir glauben. Es ist alles ganz, ganz anders gekommen. Sie wollten nicht einen Tag länger in Jerusalem bleiben. Sie hatten die Schnauze voll und sind einfach abgehauen. Dann kommt plötzlich ein Mann dazu. Es war Jesus. Sie erkannten ihn nicht und fängt mit ihm an zu reden auf diesem Weg. Und Jesus sagt ihnen dann, irgendwann, wo sie sich auf dem Weg unterhalten, Freunde, ihr habt nichts verstanden. Euer Herz ist so träge. Euer Herz ist so blind geworden. Wenn ich Jesus wäre, würde ich es ja wahrscheinlich sagen, ihr seid so lahmarschig geworden. Ihr seid so träge geworden. So fade. Nichts schmeckt mehr. Nichts ist mehr bunt in eurem Leben. Ihr kommt mit so einer Fluppe in den Gottesdienst, geht mit so einer Fluppe wieder raus. Das war eine Interpretation. Zu Hause, wenn ihr zur Familie geht, ist alles nur Stress, ist Frust. Ihr seid so träge, ihr habt nichts verstanden. Und Jesus erklärt ihm plötzlich alles und sagt, hey, genau das, was passiert ist, das musste doch so passieren. Und plötzlich kommen neue Sichtweisen, plötzlich kommt eine neue Perspektive, ein neuer Blickwinkel auf all das, was da passiert ist. Und als Jesus da mit ihm zum Abend isst, teilt er das Brot. Und in dem Augenblick, Hammer, das ist Jesus, er lebt, er ist nicht tot. Er ist anders, als wir uns vorgestellt haben, aber er ist da. Und was passiert dann?
der Augenblick, der alles verändert, bei dem die Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und die Schriften auslegte, sagten sie zueinander. Freunde, Jesus ist der beste Herzanzünder in unserem Leben. Hey, wenn du in deiner Beziehung zu Jesus fade geworden bist, wenn du merkst, dein Herz brennt nicht mehr das, wofür Jesus Herz brennt. Dein Herz schlägt nicht mehr so wie Gottes Herz. Dir ist eigentlich egal, was Gott machen möchte. Dann brauchen wir jemanden, der uns neu erweckt. Und tatsächlich ist es in unserem Leben so und in meinem Leben so, dass es oft so all das, was uns irgendwann mal begeistert hat, fängt uns an zu langweilen. Das ist irgendwie in unserem Leben so, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie, also ich weiß damals als Junge, meine neuen Nikes, ich war so stolz, Freunde. Mein Bruder hat mir neue Nikes gekauft. Nach 5 Wochen waren die dreckig und ich habe ihn gefragt, ob er neue kaufen konnte. So, bei den Kindern sind das die Nikes, bei den Erwachsenen das neue Haus, das neue Auto. Wir freuen uns nach einem Jahr, keine Ahnung. Oder? Kennt ihr das? Der neue Job. Wow, endlich mal habe ich den Job bekommen, den ich haben wollte. 12 Monate später, boah, ich glaube, ich muss wieder weg. Ich würde so gerne was anderes haben. Die Ehe, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder. Du warst mal so begeistert und jetzt denkst du, Mann, ich bleibe lieber länger auf der Arbeit, damit ich das nicht... Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber ist es irgendwie so, dass das, was uns mal begeistert hat, irgendwann so normal wird und uns nicht mehr anfeuert, nicht mehr Leidenschaft auslöst? Und in unserem Leben mit Jesus ist es ähnlich. Aus einer leidenschaftlichen Beziehung zu Gott, aus einer freundschaftlichen Beziehung, merken wir plötzlich Tradition. Ich halte ein Ritual ein, ich halte etwas ein, vielleicht will der Pastor was von mir, ich mache das, was er will. Ich rede nicht mehr mit Jesus. Ich frage ihn nicht mehr, was er für mein Leben hat. Plötzlich geht es nur noch darum, wer hat theologisch recht? So muss das sein und nicht so. Und wir fangen an zu streiten. Verbissenheit, Systemfragen. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Und dann fragst du dich, warum bin ich träge geworden? Ja, weil du nicht mehr in die schönen Augen von Jesus schaust, sondern auf das Ganze drumherum, was es da so gibt. Vielleicht hast du auch einfach dich in deinem Glauben angefangen zu orientieren nach den Dingen, die normal sind. Du hast keine Erwartung mehr an Jesus, dass er irgendwas Außergewöhnliches in deinem Leben tun kann, was du dir so sehr wünschst. Vielleicht hast du einfach, auch vielleicht ohne es zu wollen, deine Erwartungen abgelegt. Du sagst, Gott, eigentlich will ich von dir nichts mehr. Ich bin einfach von meinem Weg von Jerusalem, Enttäuschung nach Emmaus und ich werde schon irgendwo da mein Leben leben. Ihr Lieben, wir brauchen es immer wieder, dass unser Herz neu erweckt wird für das, was Gott begeistert, wofür Gottes Herz schlägt. Und das kannst du dir nicht alleine machen. Ostern zeigt uns, Jesus ist auferstanden. Er begegnet den zwei und was ganz Neues entsteht. Es kommt Leidenschaft ins Leben der Jünger. Wenn du Leidenschaft in deinem Leben haben möchtest für Gott, dann frag Gott, was ihm wichtig ist. Wofür er rennt, wofür sein Herz schlägt und du wirst sehen, dass dein Herz anders anfangen wird zu schlagen. In der Bibel heißt das, wenn wir ihn immer mehr anschauen, werden wir immer mehr so wie er. Und keiner hatte mehr Freude als Jesus, ihr Lieben. In der Bibel heißt das, über keinen wurde so viel das Öl der Freude ausgegossen wie Jesus. Ich glaube, auf jeder Party war er der Renner. Er hatte so viel Freude. Er hatte Spaß, er hatte Genuss, weil er das in sich trug. Und je mehr wir diesen Jesus anschauen, in Fragen. Hier, die Männer mussten die Schrift lesen. Hey, pack das Wort Gottes, die Bibel aus. Lies darin, lass es auf dich wirken. Sag, Heiliger Geist, übersetz mich da und es wird ein neues Feuer in dein Leben hineinkommen. Ich glaube, dass das, was früher mal wunderschön war, wieder wunderschön in deinem Leben werden kann. Wenn wir anfangen würden, mit dem Herzen wiederzusehen. Wenn wir verstehen, wie Gott denkt. Wenn du heute hier sitzt und du merkst, ja, meine Leidenschaft ist weg, es ist nur noch eine Tradition, ein System, dem ich folge, dann möchte ich dich bitten nachher, lass für dich beten. Wir haben hinten Leute, die so gerne für dich beten, die Hände auflegen und neu dafür beten, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, dass du neu die Sichtweise, die Perspektive Gottes in dein Leben hineinkommst. Treffe Menschen, die dich anfeuern, die dir helfen, das zu verstehen. Die Jünger gingen alleine so, bis ein Dritter dazukam und ihren Fokus verändert hat. Das war Jesus. Eine letzte Person in unserer Geschichte, das ist der Hauptmann. Ich war da, als sie ihn schlugen, erniedrigten, bespuckten
Ich war dabei. Ich sah ihnen zu und nach dem Rechten, denn das war meine Aufgabe als römischer Hauptmann. Ein weiterer Tag mit weiteren Verbrechern, Hochstaplern und nun auch diesem erbärmlichen König der Juden. Und sie traten alle ihrer gerechten Strafe entgegen. Doch dann wurde es dunkel und mich ergriff ein Schauer. Die Erde bebte, Felsen zersprangen. Ich dachte, ich würde sterben. Als er am Kreuz verzweifelt aufschrie und der Tod ihn umschlang und mit sich riss und er seinen letzten Atemzug tat, blieb mir der Atem weg. So einen Verbrechertod hatte ich noch nie gesehen. Da erkannte ich, er ist es. Er ist wirklich Gottes Sohn. Der Hauptmann, der mächtigste Mann unter dem Kreuz, er war verantwortlich, dass diese Kreuzigung einfach nur reibungslos abläuft. Er musste dafür sorgen, dass es keinen Aufstand in Jerusalem gab, schnell diesen Verbrecher Jesus hinrichten. Es war nicht seine erste Hinrichtung, er kannte viele Hinrichtungen. Er war darin geübt, Leute zu foltern und er konnte sich ganz leicht von dem Leid der Leidenden distanzieren und von dem Leid der Angehörigen auch. Er hat nur seinen Job getan. Er hat nur Verbrecher hingerichtet. Er wollte nie etwas gegen Gott tun. Das war nicht seine Absicht. Er wollte einfach nur den Verbrecher, der da war, hinrichten und dann wieder nach Hause gehen. Hört sich vielleicht ein bisschen makaber an. Das römische Recht umsetzen. Für ihn war Jesus nichts anderes als ein Verbrecher, ein Spinner, der schnell beiseite geschafft werden musste. Ich weiß nicht, wer für dich Jesus ist. Wenn du vielleicht heute zum ersten Mal in der Kirche bist, denkst du, ja, Jesus, also ist kein Verbrecher für dich. Vielleicht ist das für dich nur ein guter Mensch gewesen. Er war nett. Er war ein religiöser Mensch, ein Weltveränderer, ein Prophet. Irgendwas war er. Oder vielleicht einfach auch nur ist Gott für dich sowas wie guter Opa, total taub, den gibt es gar nicht. Für den Hauptmann war es einfach nur ein Verbrecher. Aber plötzlich passierte etwas. Etwas veränderte die Sicht des Hauptmanns. Er hörte, wie Jesus da am Kreuz zwischen den zwei Verbrechern hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So stirbt kein Verbrecher. Dann bekommt er mit, wie Jesus mit den zwei Verbrechern links und rechts verhandelt und zu dem einen sagt, ich will dir sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist das? Und am Ende sagt dieser Jesus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände und stirbt. Und als er stirbt, wird es dunkel, es donnert, es knallt. Und der Hauptmann steht da und denkt, hey, eigentlich habe ich nur meinen Job getan. Ich wollte nie was gegen Gott tun. Und plötzlich hat er den Augenblick, den zweiten Blick, den Augenblick, der alles an seinem Leben verändert. Von ihm heißt es, als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Plötzlich war er nicht mehr der Verbrecher. Plötzlich ist er nicht irgendwie nur ein frommer Mann. Plötzlich ist er nicht nur ein Religionsgründer, irgendwas vielleicht, sondern das ist Gottes Sohn. Der Hauptmann bekommt diesen zweiten Blick und versteht, Jesus war nicht einfach irgendwer. Es war der, den Gott geschickt hatte, der es wieder möglich macht, dass du und ich eine Beziehung zu Gott haben können. Das Herz Gottes war schon immer, dass Menschen eine Verbindung zu ihm haben können. Gott sehnt sich nach Beziehung zu dir. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Gott wünscht sich, mit dir gemeinsam zu leben. Nur das Problem ist, dass hier Gott ist, vollkommen, heilig, voller Schönheit, rein, nie einen dreckigen Gedanken, nie eine dreckige Tat. Und hier bin ich, alles andere als vollkommen und schön, belastet mit meinen Sünden. Und diese beiden kommen nicht zusammen. Es passt einfach nicht. Und Jesus muss sterben und nimmt die ganze Schuld der Welt auf sich.
deine und meine. Jede Schuld, die getan wurde, die noch getan wird, sagt uns die Bibel. Und Jesus trägt diese ganze Schuld dieser Welt. Und jetzt kann ich mich mit Gott connecten. Gott mit mir. Gott schafft einen Weg, dass er die Beziehung zu Gott haben kann. Und der Hauptmann sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das hat er geschafft. Er hat es geschafft, uns mit Gott wieder zu verbinden. Heute richten wir unseren Blick auf die schönste Geschichte. Ich liebe Ostern, wirklich, ich liebe Ostern. Wenn ich verzweifelt bin, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht und wenn ich keinen Weg gerade finde, wenn ich keine Antworten auf Dinge bekomme, denke ich oft an Ostern. Alle dachten, es ist vorbei, also so weit bin ich noch nicht, dass ich so denke, aber jemand denkt, hey, wie geht's weiter? Gott hat einen Weg. Und unser Gebet ist, dass du heute so einen Herzensmoment hast mit Gott, dass du diesem auferstandenen Jesus begegnest. Ich weiß nicht, ob du dich eher mit Maria verbinden kannst. Ja, wo Gott in deine persönliche Not hineinkommen soll. Da möchte ich dich gleich bitten, wirklich, wir werden gleich ein Lied singen. Hey, geh einfach zu den Leuten zum Gebet, die deine Not mit dir teilen, die für dich beten, die dich segnen. Vielleicht sind es die Emmaus-Jünger. Du brauchst ein neues, erwecktes Herz. Eine neue Sicht auf das, was Gott in deinem Leben tun will. Wenn es das ist, dann lass für dich beten, dass neu die Kraft des Heiligen Geistes auf dein Leben kommt. Eine Kraft, die Gott uns gegeben hat, die wir an Pfingsten feiern. Oder vielleicht bist du der Hauptmann, der noch nie eine Begegnung mit Gott hatte und zum ersten Mal denkt, hey, da ist was dran. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Vielleicht brauchen wir das heute, dass unsere inneren Augen, wie da in Frankreich, wie in unserem Video, einfach wieder neu gewaschen werden für das, was Gott für dich hat. In unserer Kirche passieren so viele Geschichten, wie Menschen Gott verändert. Das ist nicht nur in unserer Kirche. Überall, wo Menschen mit Gott leben, tut Gott etwas. Ich habe mich unterhalten vor zwei Wochen war das, mit einem Pärchen aus unserer Kirche. Und die haben mir erzählt, vor einem Jahr hatten sie entschieden, sich zu trennen. Das war ihr Weg. Keine Chance mehr, keine Lösung gesehen. Und plötzlich kommt Gott in eine Kraft hinein, die sie es noch nie erlebt haben. Und er sagt, wir sind jetzt, ist ein Jahr her, wir waren noch nie so verliebt, wie es jetzt gerade ist. Gott tut verschiedene Dinge. Aber andere sind kaputt gegangen, sind zerstört worden. Aber Gott lässt dich da nicht stehen, wenn die Beziehung kaputt ging. Gott hat einen Weg. Er holt uns raus. Er findet einen zweiten Weg. Und wir möchten uns jetzt einfach drei kurze Geschichten anschauen, wie Menschen erlebt haben, dass Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Einen zweiten Blick, Menschen neu oder zum ersten Mal Gott kennengelernt haben. Seitdem ich Teenager war, bin ich mit Jesus unterwegs. Und manches im Leben hätte ich nicht überstanden, wenn er nicht bei mir gewesen wäre. Aber irgendwie war da keine tiefe Beziehung. Und ich habe gedacht, das ist normal, weil ich durch und durch Kopfmensch bin. In 2019 kam dann die Einladung zu Oberberg singt aus der Kirche für Oberberg. Und in dieser Veranstaltung bei den Menschen dort habe ich gemerkt, da ist eine Freude, eine Begeisterung für Jesus, die ich nicht kannte. Also habe ich angefangen, die Gottesdienste zu besuchen. Ich habe mich relativ schnell auch einer Hauskirche angeschlossen und habe in der Umgebung Jesus ganz neu kennenlernen dürfen. Ganz persönlich, ganz anders, als ich es bisher kannte. Und heute sage ich, ich habe einen Freund gefunden. Einen Freund, der mit mir unterwegs ist, der mich kennt. Einen Freund, an dessen Hand ich laufen darf, mit dem ich fallen, hinfallen darf und aufstehen darf und neu beginnen darf. Und es tut einfach gut. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich alles, was mir wichtig war und woran ich geglaubt habe, in Frage gestellt habe. In dieser Zeit war meine Freude nahezu verloren. Ich hatte das Gefühl, ich befinde mich in einer Spirale. Ich brauchte einerseits Gott, um meinem Alltag gerecht zu werden und den zu bewältigen, und andererseits habe ich aber Gott abgestoßen, weil ich ja Zweifel hatte. Ich habe gemerkt, ich bin der Schmied meines Problems. Und das Problem lag darin, dass ich diese Gedanken und diese Zweifel an mein Herz gelassen habe. Ich brauchte Gott, um da rauszukommen, und der hat mir auch daraus geholfen. Und wie man sieht, habe ich jetzt meine Freude wieder. Hi, ich bin Daniel, 22 Jahre alt und ich bin ziemlicher Kopfmensch. Und das ist auch so der Weg, durch den Gott am meisten zu mir spricht oder wo ich am meisten Gottes Stimme wahrnehmen kann und wo vor allem der größte Unterschied oder die größte Veränderung in meinem Leben durch Gottes Kraft passiert ist. Denn da, wo ich aufgehört habe, meine Ansichten, meine Gedankenmuster
immer nur verteidigen zu müssen und keine anderen Menschen da wirklich ranzulassen, Dinge nur aus meiner Perspektive zu betrachten und vor allem alles immer meiner Logik verstehen zu müssen. Da habe ich Freiheit gefunden. Ich habe angefangen, mich wirklich für Gottes Reden zu öffnen und mich mit Gottes Wahrheiten zu beschäftigen und sie wirklich auch in mein Herz zu lassen. Dadurch habe ich verstanden, dass Gott keinen Daniel geschaffen hat, der von Minderwert und Menschenfurcht geprägt ist, sondern der dazu berufen ist, seinen Wert dank Gott zu kennen und auch mal von sich selbst wegzuschauen und dadurch andere Menschen sehen zu können. Der zweite Blick. Ein Augenblick, der alles verändern kann. Wir glauben daran, dass der Gott des Himmels und der Erde eine Beziehung zu dir haben möchte. Und dass Jesus diesen Weg geschaffen hat, um eine Beziehung mit diesem Gott zu haben. Und in der Bibel heißt es, dass Gott sich an Entscheidungen freut. Wir können eine Entscheidung für ihn treffen, dass wir sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, ich möchte für dich leben. Das heißt, ich kehre von meinem eigenen Leben um und kehre in Richtung Jesus, gehe ihm entgegen. Mit Jesus zu leben bedeutet eigentlich Umkehr. Ich frage ihn, was er will. Ich möchte euch mal bitten, aufzustehen, alle zusammen. Ich möchte dich einfach heute fragen, ob das nicht vielleicht für dich was ist, ein Leben mit Jesus zu starten. Zu glauben, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat. Dass er für dich ans Kreuz gegangen ist und du jetzt ewiges Leben haben kannst. Ich möchte dich einfach bitten, dass du mal deine Augen schließt, dass jeder seine Augen schließt, dass du einfach Privatsphäre für dich hast. Schließ bitte einfach deine Augen. Und wenn du hier stehst und sagst, boah, ich kenne diesen Gott gar nicht, ich habe auch noch nie Beziehung mit ihm gestartet, aber ich möchte es beginnen, ich möchte an Jesus glauben, ich möchte ihm vertrauen, dass er mir meine Sünden vergibt, dass er für mich ein neues Leben hat, ein anderes Leben hat als das, was ich jetzt führe, dann darfst du jetzt einfach als Zeichen deiner Entscheidung die Hand einfach hochheben. Du kannst sie einfach hochheben, damit ich das sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ihr Lieben, ich habe nur das hier vorne gesehen, dass 5 Leute ihre Hand gehoben haben. Ich weiß nicht, was hinten passiert ist. Aber ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen und ich würde vorschlagen, dass alle, die an Jesus glauben und die das eben die Hand gehoben haben, einfach nachsprechen dürfen, um diese Leute zu unterstützen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du das beste Leben für mich möchtest. Deswegen hast du Jesus am Kreuz für mich sterben lassen. Der für mein Versagen, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich nehme das für mich an. Und ich danke dir, dass ab heute mein Leben anders sein wird. Amen. Ihr Lieben, lasst uns einfach mal, ich habe die 5 gesehen, den Leuten einen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Für Gott ist es ein Riesending. Es heißt, wenn Menschen zu Gott umkehren, findet immer eine Riesenfeier im Himmel statt. Vielleicht sehen wir das gerade nicht, aber für Gott passiert das jetzt gerade. Und ich möchte dir zusprechen, der du die Hand gehoben hast, auch unsere Leute vom Gebet, die lieben es für dich zu beten. Erzähle ihnen deine Story, was dich bewegt, wie dein Weg vielleicht zu Jesus ist, warum du dich entschieden hast. Die werden für dich beten, die werden dich segnen, die werden dich vielleicht mit anderen Menschen connecten, die dir weiterhelfen können. Und wir singen gleich ein Lied, Gott der Wunder. Ich möchte einfach, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und verstehst, dass Gott immer einen Weg hat. Da, wo wir keinen Weg sehen, er einen Weg sieht. Und das möchte ich dir als Segen zusprechen. Wir haben einen Gott der Wunder. Für ihn sind Wunder natürlich. Für uns sind sie übernatürlich. Er kommt, dieser Gott kommt in unsere Zeit, in unseren Raum und tut Dinge, die er nur tun kann, wo du keinen Weg mehr siehst.
nicht auf, Wunder zu tun. Du bleibst sehr treu und dein Erfolg zeigt dich erneut. Ich bin bereit, Zeuge zu sein von deiner Kraft. Ich weiß, dass du lebst. Ich weiß, dass du lebst. Ja, ich glaub an dich, dass du Wunder tust. Wie vor tausend Jahren wirkst du hier. Danke, dass du jetzt in diesem Moment Wunder tun willst. Danke, dass du Herzen berühren willst, dass du Freiheit schenken willst, wo seit Jahren eine Gefangenschaft ist. Gott, das glauben wir. Danke, dass du nicht tot bist, dass du auferstanden bist, dass das Grab leer ist. Danke, Jesus. Lass uns singen. Du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Dein Grab ist leer. Du deine Kraft ist hier, zeig dich in Fülle, halt nicht zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist nicht tot, dein Kraft.
weil er ein Gott der Wunder ist, hast du heute die Möglichkeit, frei zu werden. Und deswegen meine Einladung heute nochmal, wenn du etwas mit dir rumschleppst, wo du weißt, das möchtest du loswerden, dann lade ich dich ein, zum Gebet zu gehen, für dich beten zu lassen und in diese Freiheit hineinzukommen, die Jesus selbst für dich hat. Ihr dürft euch nochmal setzen. Harry hat von den Emmaus-Jüngern gesprochen, die gesagt haben, brannte nicht unser Herz? Also hat da nicht Gott irgendetwas in unserem Herzen gemacht? Und deswegen möchte ich jetzt nochmal, dass wir uns 30 Sekunden Zeit nehmen und einfach nochmal zur Ruhe kommen. Hat Gott etwas gesagt? Oder nochmal die Möglichkeit, Gott auch zu geben, jetzt noch etwas zu sprechen, etwas, was du mitnimmst. Jetzt nochmal einfach in die Reflexion zu gehen, auf Gott zu hören. Was hat Gott heute zu dir gesprochen? Wenn du heute eine neue Blickweise bekommen hast, wenn Gott etwas gesagt hat, es gibt nichts Wichtigeres, als dieser Spur zu folgen, diesem Gott zu folgen, nichts Wichtigeres heute und für dein Leben. Deswegen möchte ich ermutigen, immer mehr zu entdecken, wie Gott ist und was er für dein Leben bereithält. Wenn du heute die Hand gehoben hast, dann bitte ich dich auf jeden Fall, geh hinten zur Connect Lounge nach dem Gottesdienst und lass für dich beten. Das sind Menschen, die mit dir connecten wollen, die dir weiterhelfen wollen. Deswegen geh auf jeden Fall am Ende auf das Connect-Team zu. Wir als Kirche feiern heute nicht nur Ostern, sondern wir feiern heute auch 20 Jahre Kirche für Oberberg. 20 Jahre. Vor 20 Jahren, Ostern 2003, wurde die Kirche für Oberberg gegründet mit genau dem Anliegen, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie in Freiheit hineinkommen, dass sie unsere Gesellschaft positiv prägen. Und wir haben aber gesagt, Ostern lassen wir Ostern sein. Also wir wollen das Beste, das Schönste, das größte Fest wollen wir feiern und nicht mit unseren Feierlichkeiten drumherum so belasten. Und deswegen feiern wir das jetzt dafür die nächsten 2 bis 3 Monate. Bis zum Juni. Im Juni schließen wir unsere Feierlichkeiten ab mit einem großen Festwochenende vom 2. bis zum 4.6. Und wir laden dich ein, in dieser Kampagne dabei zu sein, wo wir uns über unsere Vision Gedanken machen. Bis hierhin und noch viel weiter. Also wir schauen auch zurück, was hat Gott getan, welche Geschichten hat Gott geschrieben. Und wir schauen auch nach vorne, was er noch tun möchte. Deswegen herzliche Einladung. Nächste Woche haben wir unsere Lokalkirchen und in 2 Wochen geht es dann los mit dieser Kampagne. Hier, da wo ich gerade stehe, wird ein Taufbecken sein und wir werden die Taufe feiern. Auch das feiern wir sehr besonders. Dafür stehen wir, dafür leben wir als Kirche, dass Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das auch in der Taufe bezeugen. Deswegen, wenn du eigentlich schon mit Jesus unterwegs bist, aber dich noch nicht entschieden hast, dich taufen zu lassen, dann herzliche Einladung, dich auch anzumelden. Das kannst du über unsere Homepage machen und dabei sein, wenn wir in 2 Wochen hier die Taufe feiern. Und wichtig ist für die nächsten 2 Monate bis zum Sommer, wir haben unsere Gottesdienstzeiten verändert. Also, wir bleiben so wie heute bei 10 und 12 Uhr. 10 und 12 Uhr. Dafür, wir wollen dieser Zeit dazwischen besonders Zeit zum Connecten, zum Verbinden geben, so dass ihr euch begegnen könnt einander, die Leute, die nach dem ersten gehen und zum zweiten kommen, so dass ihr eine größere Chance habt, Zeit zusammen zu haben und werden auch ein paar Angebote dafür schaffen, deswegen 10 und 12 Uhr, nicht vergessen, genau. Und jetzt wollen wir zum Abschluss, bevor wir dann in die Ostertage gehen, wollen wir noch ein Lied singen. Zuerst, geliebt, möchte ich euch bitten, aufzustehen zu diesem Lied. Wir feiern nochmal denjenigen, der uns zuerst geliebt hat. Thank you.
Tod vor Augen saß, nahmst du das Kreuz auf dich, auch wenn dieser Weg der schwerste für mich war, nahmst du das Kreuz auf dich. Kommt gut nach Hause.